was letztes Mal geschah. Wir sind heute hier mit Perry unterwegs, haben uns mal ein neues Fahrzeug gegönnt. Sollte uns ein Wodnik oder ein großes Gefährt ohne Geschütz entgegenkommen, dann werden wir ziemlich schnell einen großen Feuerball sehen. Wir mischen es auf der anderen Seite, ne? Die letzte, die ist ja bei Pustoschka unter Viborn. Ich weiß nicht, aber ich werde aussteigen und auf den Heli schießen. Hast du die Beine gebrochen? Ich bin tot. Doch, der kam daher, Schwör ich dir. Jetzt wird nämlich hier. Der eine will nämlich den jetzt aufsammeln. Versucht hat, den Rotor kaputt zu machen. Der hat den jetzt aufgesammelt. Oh Gott. Jetzt ist der ganze Bunker verschwunden. Oh je. Hier fliegen zwei Helikopter und der Bunker ist verschwunden. Ich bin mitten im Nix. Oh, der Heli stürzt ab. Echt? Der hat, glaube ich, mega die Probleme. Ich weiß nicht, der ist fast abgestürzt. Der wollte gerade 1 Meter, 2 Meter über dem Boden. Da muss so eine Mie sehr träge. Einmal zu viel geneigt. Jo, die landen da, Ich glaube, wir haben den Mega. Wir haben zu zweit auf den Dorf geballert. Obwohl, nee. Jetzt hat er den unter Kontrolle. Jetzt wird es genau von der anderen Richtung auch noch geschossen. Ich glaube, die Mii ist da notgelandet in der Base. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, die ist notgelandet. Weil es macht keinen Sinn, dass die da... Ne, das macht einfach keinen Sinn. Aber jetzt fliegt die wieder. Ich glaube, der ist auf Gunner umgestiegen. Von Backseat auf Gunner. Kann natürlich sein. Er hat nur Plätze gewechselt. Ich frage mich noch, wer dich getötet hat. Aber jetzt suchen die mich und finden mich nicht. Jetzt haben die mich gefunden. Oh, die Sache ist nur, hier in Pustoschka müsste irgendwo einer sein. Ich wüsste aber nicht, wo der sein kann. Weil der hat von hier aus geschossen. Oh, die haben jetzt hier noch einen abgesetzt. Wir sind hier zwei in Pustoschka. Ich muss hier ein bisschen taktisch denken. Jetzt muss ich den Zombie hier weglocken, dass ich durchlaufen kann. Die wollen, glaube ich, unser Fahrzeug kaputt machen, weil das muss ich stehen lassen. Ja, die denken, ich bin der Scheune. Das heißt, ich kann die jetzt umgehen. Ich denke, die wären smart, aber Mucka, der ist smarter. Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen, was ziemlich dumm von dem wäre. Weil dadurch würde ich theoretischerweise jetzt hinter dem Teammate von dem Helikopter-Piloten sein. Ne, die haben mein Auto einfach weggelüftet, die Schweine. Okay, das geht natürlich auch. Das kommt mir nur zu gut bekannt vor. Fuck, ich erinnere da so eines der anderen Videos von uns, wo uns einfach mal so unser SUV geklaut wird.
Ah, das ist noch besser, glaube ich, was sie hier gleich machen. Aber ich weiß, wo sein Teammate ist. Ich habe nämlich einen Zombie gesehen neben dem. Da vorne ist in einem der Wälder. Jo, der fährt das echt weg. Was ist der fährt? Der fliegt das einfach weg. Ich bin bei Lothar gespawnt. Ich würde jetzt mal ganz hoch. Du kannst mit dem Fighter schon mal hier entgegenkommen. Wir haben jetzt zur Not noch ein SUV präpariert. Es könnte aber ein harter Kampf jetzt hier werden. Wenn er sich weiter zurückgezogen hat, dann habe ich keine Chance gegen den. Dann wird er mir gleich nämlich in den Rücken schießen. Aber dass wir mit den M60 dem nichts zugefügt haben an Schaden. Dass er einfach ganz normal weiterfliegen kann, das ist auch komisch. Ja, ich schätze mal, wir haben den schon Schaden gemacht, aber nicht genug. Ja, ich glaube, wir haben den keinen Schaden gemacht. Okay, da wird geschossen. Da höre ich eine M60. Die, aber ich... Jetzt bin ich wieder mega verwirrt. Ich glaube, das war die M60, die dich getötet hat. Das ist der eine zweite Waffe. Ich glaube nicht, dass das der ist, der den Heli... Also der Heli-Mate. Glaube ich nicht. Oder landet dabei einer? Mitten in der Stadt. Der wird beschossen, der landet. Muss auch erstmal schaffen. Der landet da echt, oder? Wenn der Auto hovert. Doch, der landet da echt. Ne, jetzt fliegt er weg. Auf jeden Fall habe ich hier gerade noch eine M60 gehört. Was ist ein verbuggter Zombie? An der Kirche laufen auch Zombies entlang. Okay, da wird geschossen. Okay, jetzt ist auch der eine Helikopter wiedergekehrt. Ich laufe nochmal in die Stadt. Jetzt höre ich noch die Helikopter, sehe die aber nicht mehr. Doch, da sehe ich den Mossi, der ist ziemlich weit weg.
Gehen jetzt eine schallgedämpfte M4. Okay, okay, ich habe noch jemanden gefunden. Ich bin doch eben an dem Typen vorbeigelaufen. Der war ein Baum hinter mir, genau wo ich gesagt habe. Wundert mich, dass er mich nicht getötet hat. Na, hat dich wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ich war als eine Baumreihe genau vor dem und die Baumreihe, die, da muss er mich eigentlich. Der war wahrscheinlich im Zoom oder so. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich gesehen hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht gewiss. Und einer ist wahrscheinlich auf der Kirche. Der wird nicht rumgeballert. Kommt von der Kirche aus, also ich schätze, dass einer wirklich auf der Kirche ist. Oh, der ballert auf mich, ja. Der ballert auf mich. Der hat mich ganz knapp verfehlt. Haben wir auch heute auch wieder Action hier? Wir können eigentlich nur auf der Kirche sein. Wo ist der Typ hier im Wald? Jetzt wird auf deiner Seite noch mehr geballert, Alter, was ist denn da los? Jetzt wird von der Mission aus geballert. Und hier explodieren jetzt Granaten. Du bist mitten im Krieg. Ja, der Mosi hat doch ein paar Granaten auf mich abgeworfen. Aber ich bin zum Glück stehen geblieben. Aber wo kommen jetzt... Jetzt sind hier vier verschiedene Parteien plus ein Helikopter, zu dem man nicht weiß, zu wem der gehört. Und da kommt jetzt wieder die Mii. Die Mii kommt auch wieder. Ich muss jetzt erstmal den hier im Wald finden. Der im Wald, der muss als erstes sterben. Der Mosi ist gelandet. Okay, dann habe ich... Mann, also in Pustoschka ist ein Gegner, hinter Pustoschka ist ein Gegner. Im Wald von Pustoschka sind drei Leute, inklusive mir, und alle spielen gegeneinander. Richtig, richtig Action, ey. Gefällt mir. Weißt du, du sagst eben noch so, ist hier zu früh, ja, bei Pustoschka immer richtig geile Action gehabt. Jetzt, ja, Pustoschka geht immer die Action. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der Mosi gelandet ist, weil auf einmal fliegt der wieder. Ich sehe einen, ich sehe einen. Zwei Leute sehe ich sogar. Zwei Leute sehe ich, ich muss mich eben beruhigen. Oh, die sind vor mir. Jo, den gefährlichen habe ich schon. Nice. Habe ich beide? Ne, einer lebt noch dahinter. Ach, kacke, jetzt sind da genauso viele. Oh, da sind zwei, Keinen von den beiden leider. Ich habe beide zu schwerst angehittet, aber ich muss mich verziehen. Einer hat sich hinterm Auto versteckt, ein anderer hinterm Stein. Ich trete die Pedalen so schnell ich kann. Okay.
Wir sind bei Postoschka in dem Wald, in dem Vorwald. Okay, da kommt einer angelaufen. Warte, warte. Einen habe ich jetzt. Einer ist definitiv tot. Aber der ist auf mich zugelaufen. Ich könnte jetzt vermuten, dass sein Teamkollege auch tot ist. Weswegen der auf mich zugelaufen ist. Aber das würde keinen Sinn ergeben, weil ich die Leiche von ihm nicht sehe. Ich glaube nicht, dass der allzu lange da liegen bleiben kann, weil hinter dem im Wald ist gerade nämlich auch Helikopter runtergegangen. Ja, was ist hier los, ey? Kostoschka Party, ey. Das ist der Wald, der an Postoschka liegt, ne? Also dieser Grenzwald. Das müsste Osten sein. Und der ist genau an dieser einen Kreuzung. Da sind wir also gegenüber von der Tankstelle da an der Kreuzung. Okay, damit kann ich was anfangen. Da waren jetzt, aber das war nicht der Helikoptertyp, den ich beschossen habe. Die waren nämlich mit dem Auto unterwegs, die waren nämlich zu zweit da. Und da ganz hinten auf dem Feld ist der Helikoptermann gelandet. Ich muss also eigentlich nur warten, bis der meinen Gegner, der genauso, ja, ich schätze mal so 30, 40, 50, was sind das, 50 Meter, wenn nicht sogar 70 Meter vor mir, dass er den in den Rücken schießt. Ja, und da schießt er schon, da schießt er schon. Ja, aber auch am Sterben sind, ey. Was ist heute los hier, ey? Da hinten laufen auch auf einmal Zombies. Sag nicht, da kommt jetzt noch einer hinter mir. Ich muss mal eben hier weg. Ich glaube, da ist noch einer hinter mir. Bluescreen was killt, den kennen wir doch. War mal ein Support-Admin, glaube ich, bei dem PvP-Mod, wie heißt er? Bei Battle Royale. Also ich versuche jetzt mal. Ach nein, hier ist ein Zombie. Da, wo ich den genau umgehen will, ist ein Zombie. Natürlich sehr unpraktisch. Ich muss da leider durch. Obwohl, ich könnte von der Seite den angreifen. Jetzt muss ich mich meine Position leider verraten, wegen dem scheiß Zombie. Kacke. Das Umlaufen hat nicht geklappt, der Zombie hat mich verraten. Ich will wieder zurücklaufen. Wahrscheinlich hat mich jeder hier schon 10-mal gesehen, weil ich halt mega. Ach, der fährt sogar weg mit dem Auto. Ja, der versucht wegzufahren. Schafft er auch, ja. Ja, der ist weggefahren. Aber der hat hier gerade noch jemanden getötet. Ja, wahrscheinlich hatte der irgendwas Interessantes von ihm und deswegen fährt er jetzt in Sicherheit und stützt sich weiter zu feiern.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass sogar der Typ, der mit dem Heli ausgestiegen ist, dass der den getötet hat und sofort weggefahren ist. Weil er mich noch schießen gehört hat. Ja, ich sehe die eine Leiche. Genauso wie ich gesagt habe. Immerhin habe ich neues Morphin. Oh, die einen, die waren am Industrial-Zeugs farmen, die ich getötet habe. Aber die haben sich selber im Kampf eingemischt, ja. Was haben die bei? In das hier Metal Panels und Mortar. Was? Vier oder? Ne, nur eins. Also der eine Typ nur eins. Hatten die wahrscheinlich im Auto. Aber das ist gerade weggefahren. Zwei sogar Bucket of Mortar. Muss ich leider da lassen. Ich guck nochmal in die Tasche von dem. Die waren am Industrial Sex Farm. Ja. Habe ich jetzt leider entkommen lassen. Ich hätte doch einfach campen bleiben sollen. Weil campen ist einfach nicht mein Ding. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt eine Random Daisy Folge und unten die aktuelle letzte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.